Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Grundkurs Versorgungssicherheit und Energiepreise. Wir freuen uns, dass Sie und ihr heute Abend dabei seid. Mein Name ist Anna Brehm, ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich werde heute Abend durch dieses Webinar führen. Und wir sprechen ja heute Abend über ein Thema, das Sie alle im Alltag bestimmt sehr beschäftigt. Wie kommen wir angesichts der aktuellen Lage durch den kommenden Winter? Haben wir genug Gas zur Verfügung? Was kostet uns das Heizen? Können Unternehmen ihren Betrieb aufrechterhalten? Und muss und können wir noch Energie einsparen? Diese Fragen treiben bestimmt auch viele von euch und Ihnen um und wir wollen versuchen, sie heute Abend zu beantworten. Die Preise für Energierohstoffe sind ja schon zu Beginn des letzten Jahres durch die Erholung nach der Pandemie sehr stark gestiegen. Aber durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat es nochmal eine sehr viel drastischere Preissteigerung gegeben. Und dazu ist jetzt auch noch eine Gefährdung unserer Versorgungssicherheit gekommen mit Kohle, Öl und Gas. Die haben wir in großem Maße aus Russland importiert und müssen jetzt unter sehr großem Zeitdruck Alternativen dafür finden. Das heißt, der Handlungsdruck hat sich verdreifacht. Neben der Klimakrise haben wir jetzt auch noch stark gestiegene Energiepreise und eine Gefährdung unserer Versorgungssicherheit. Und die Energiewende ist dadurch nochmal viel dringender und vor allen Dingen auch viel komplexer geworden. Daher wollen wir heute Abend mit dem Grundkurs gemeinsam schauen, erstens, wie unsere Energieversorgung funktioniert und wie sie gesichert werden kann. Und mit unserem zweiten Grundkurs morgen Abend wollen wir dann noch schauen, wie sich die Energiepreise am Markt bilden und in Zukunft entwickeln werden. Und das Ziel ist, dass energie- und klimapolitisch interessierte Menschen wie Sie die aktuellen politischen Debatten besser verstehen und bewerten können. Heute Abend beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit dem Thema Versorgungssicherheit. Morgen Abend findet dann der zweite Grundkurs zum Thema Energiepreise statt. Und nochmal der Hinweis an dieser Stelle: Sie müssen sich für beide Grundkurse separat auf unserer Webseite anmelden, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Für die Beantwortung all Ihrer und eurer Fragen haben wir heute Abend Andreas Löschel eingeladen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre fachliche Expertise zur Verfügung stellen. Andreas Löschel ist Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt- und Ressourcenökonomik an der Ruhr-Universität Bochum und er ist außerdem seit 2011 Mitglied der Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende, wurde auch gerade neu berufen. Herzlichen Glückwunsch dazu und ist auch Leitautor des Weltklimarates für den fünften und sechsten Sachstandsbericht. Und Herr Löschel hat auch ein sehr passendes Buch zum heutigen Thema geschrieben, nämlich ein Einführungsbuch in die Grundlagen der Energiewirtschaft. Und wenn wir über Versorgungssicherheit und Energiepreise sprechen, geht es ja um die Energiewirtschaft, also die Märkte für Energie. Und für die, die das interessiert, posten wir jetzt auch noch den Link zu dem Buch in den Chat. Herr Löschel wird uns heute Abend in zwei Vortragsteilen erklären, wie die Energieversorgung in Deutschland funktioniert und vor dem Hintergrund der aktuellen Lage gesichert werden kann. Im ersten Vortragsteil wird Herr Löschel auf die Versorgungssicherheit bei fossilen Energieträgern eingehen und im zweiten Vortragsteil wird er sich dann mit der Stromversorgung beschäftigen. Und nach den Vortragsteilen haben wir dann jeweils Zeit für Ihre und eure Fragen. Die können Sie entweder über das Frage- und Antwort-Tool stellen oder Sie können auch live
zu uns auf die Bühne kommen. Dann würden wir sie per Video oder Ton zuschalten. Und das heißt, wer eine Frage live stellen möchte, schreibt bitte einfach ein T für Ton oder ein V für Video vor die Frage und dann kann ich das berücksichtigen. Bevor wir jetzt beginnen, würden wir gerne noch ein bisschen über euch und Sie erfahren. Dafür interessiert uns, wo Sie wohnen, welchen Bezug Sie zum heutigen Thema haben und wie Sie die Versorgungssicherheit in Deutschland im kommenden Winter einschätzen. Und da blenden wir Ihnen jetzt eine kurze Fragenbatterie ein und bitten Sie einmal um Ihre Antworten. So, ich hoffe, dass alle die Gelegenheit hatten, ihre Antworten abzugeben. Genau, und wir sehen, wir haben viele Zuschauende aus großen oder mittelgroßen Städten. Das Publikum ist aber sonst sehr divers von ihrem Hintergrund, also sowohl aus der Politik, aus der Wirtschaft, auch viele aus dem Bereich Wissenschaft und auch sehr viele mit privatem Interesse. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Und ja, viele von Ihnen sind eingeschränkt positiv, also bewerten die Versorgungssicherheit zumindest nicht als kritisch, sondern als eingeschränkt oder hoch. Da werden wir jetzt gleich mal Herrn Löschel befragen, wie er das sieht. So, vielen Dank für Ihre Antworten. Erstmal, bevor ich an Herrn Löschel übergebe, noch ein Dankeschön an Rita Hoppe und Stefan Stoll aus dem Referat Ökologie und Nachhaltigkeit, die heute Abend den Grundkurs mit mir organisiert haben. So, und dann übergebe ich an Sie, Herr Löschel, und freue mich auf Ihren Vortrag. Prima. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung und danke für die Gelegenheit, heute zu sprechen. Die Anforderung, die die Böll-Stiftung an mich kommuniziert hat, ist hinreichend komplex. Ich soll was sagen zur Versorgungssicherheit und Energiesicherheit im Grundkurs mit jeweils 15 Minuten. Also ich gebe mal mein Bestes, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Möglichkeiten danach über Fragen, vielleicht einige Sachen noch mal etwas zu vertiefen. Und ich versuche jetzt mal eine Balance zu finden irgendwo, dass es nicht zu detailliert ist, aber trotzdem die Sachen so auch fasst, wie sie vielleicht auch sind. Ich habe gesagt, es soll heute gehen um Versorgungssicherheit, Energiesicherheit. Frau Brehm hat es ja gerade gesagt. Morgen möchte ich ein bisschen stärker über ökonomische Aspekte sprechen, also über Energiepreise. Und heute ein bisschen stärker über physische Aspekte, also über Verfügbarkeiten. Und grundsätzlich das Einordnen erstmal in die Diskussion um die Resilienz von Energiesystemen. Ja, also was eben bedeutet, wir haben hier die Idee eigentlich, wenn wir über Versorgungssicherheit und Energiesicherheit sprechen, dass wir die Funktion von Energiesystemen ja unter Belastung erhalten möchten. Ja, also vielleicht auch mit Einschränkungen und vielleicht auch die möglichst schnell wiederherstellen, aber die Funktion des Energiesystems, die soll erhalten bleiben. Und was sind die Funktionen eines Energiesystems? Na, die haben zwei Dimensionen. Einmal eben die Frage der Versorgungssicherheit in der Stromerzeugung im Stromnetz. Darüber spreche ich im zweiten Teil des heutigen Tages. Und einmal die Frage der Energiesicherheit bei der Versorgung mit Energieressourcen. Darüber möchte ich im ersten Teil sprechen. Und wenn ich sage Funktion des Energiesystems, dann bedeutet das eben, dass die Energie in verschiedenen Formen in
entsprechenden ausreichenden Mengen jederzeit zur Verfügung steht und natürlich auch angemessen eine Preise hat oder bezahlbare Preise. Da kommen wir dann morgen dazu, wie das gehen könnte. Da wir heute über diese Resilienzfragen sprechen, schwingt auch immer im Hintergrund mit, dass wir ja große Unsicherheit haben im Umgang mit diesen neuen komplexen Systemen. Die Idee in der Energiewende ist ja, dass ich eine weitgehende Umstellung mache auf ein Energiesystem, das strombasiert ist, auf Basis von erneuerbaren Energien und das eben zusätzlich dann indirekte Elektrifizierung nutzt, wo das notwendig ist. Dabei aber, wie gesagt, viele Dinge durchaus heute noch nicht bekannt sind, die wir mit einpreisen müssen, also einbeziehen müssen in diese Überlegung und die es eben so schwierig machen, hier das Energiesystem der Zukunft zu entwerfen, weil es eben große Unsicherheiten gibt. Ich sag mal, über die exogenen Rahmenbedingungen, also Covid ist ein gutes Beispiel davon, aber natürlich auch die aktuelle Krise mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und den entsprechenden Verwerfungen auf den Märkten. Das heißt, wir haben hier große Unsicherheiten in diesen Systemen, mit denen wir umgehen müssen, und wir gehen eigentlich ins Unbekannte, weil wir auch tatsächlich diese Abschätzungen so noch nicht gemacht haben. Es geht auch nicht um wenige Risikofaktoren, wo man klassische Robustheitsanalysen machen könnte, sondern es geht wirklich um einen Weg ins Unbekannte in diese Energiesysteme, die auf Erneuerbaren funktionieren und wo wir uns dann überlegen müssen, na, wenn es hier zu weiteren Störungen kommt, wie können wir darauf vorbereitet sein, auf solche Überraschungen, und wie muss ein System auch ausgelegt sein, damit ich eben hier auf solche Unsicherheiten reagieren kann. Ja, in diesen zwei Dimensionen. Wie gesagt, die erste Dimension, die ich jetzt als erstes besprechen möchte, ist die Dimension der Versorgungssicherheit, der Energiesicherheit. Oh je, jetzt habe ich es umgedreht, der Energiesicherheit, also bei der Versorgung mit Energieressourcen. Ja, was eben bedeutet, ich möchte erst mal schauen auf die Märkte, insbesondere für fossile Energieträger, die also hier von besonderer Bedeutung sind. Und wenn Sie sich so ein klassisches Energieflussbild von Deutschland anschauen, na, dann sehen Sie, wie eigentlich der Energiemarkt in Deutschland ausschaut, auf nationaler Ebene in so einem Senkediagramm, wo man nochmal sieht, auf der linken Seite, na, wo kommen eigentlich die Rohstoffe her, aufkommenseitig, wo werden sie verwendet und wie schauen auch Primärenergieträger aus, die eben in Deutschland eine Rolle spielen, wie gehen die dann weiter in der Umwandlung, also in der Mitte dann über die Raffinerien, über die Kraftwerke in die entsprechende Endenergie auf der rechten Seite, wo wir also hier nochmal sehen, den Endenergieverbrauch in einzelnen Bereichen, im verarbeitenden Gewerbe, bei Haushalten, bei Kleinverbrauchern und eben im Verkehr auf Basis von unterschiedlichen Primärenergieträgern, die hier eben dann eine Rolle spielen, die umgewandelt werden zu Sekundärenergieträgern, die dann eben genutzt werden im Endenergieverbrauch mit entsprechender Nutzenergie und in deren Prozess der Nutzung große Verluste anfallen, was Sie auch sehen, Effizienzverluste anfallen, bis ich eben in diesen Bereich der Nutzenergie komme. Die Primärenergieträger, die sind eben gekennzeichnet durch eine Situation, wie Sie es hier in diesen Tortendiagrammen sehen. Also da geht es jetzt darum, was ist die Energie, die aus der Natur kommt und die eben in das System gebracht wird. Und wenn Sie mal anschauen, was ist eigentlich in den letzten 30 Jahren passiert, dann sehen Sie, das ist eigentlich geprägt durch zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung, wir haben einen ein massives Anwachsen
der Erneuerbaren im Primärenergieverbrauch, im Primärenergieverbrauch. Also Erneuerbare sind stark angewachsen, aber die Systeme aus der Perspektive heraus sind immer noch sehr stark fossil geprägt. Ne? Das heißt, im Endeffekt 85% ist basierend auf fossilen Energieträgern oder Kernkraft. Und wenn man sich die einzelnen Bestandteile anschaut, sieht man, in den letzten 30 Jahren in Deutschland ist der Verbrauch an Mineralöl recht konstant geblieben im Anteil. Natürlich ist alles runtergegangen, weil die Effizienz gestiegen ist, aber immer noch recht konstant im Anteil, während eben dann der Anteil von Gas zum Beispiel nicht nur eben relativ, sondern tatsächlich auch absolut massiv gestiegen ist. Also es geht nicht nur jetzt um die den Ausbau der Erneuerbaren, der eben hier sich ja verhundertfacht hat in der Zeit, aber eben auch um dann die Nutzung von Gas, die eben angestiegen ist in den letzten 30 Jahren. Und das führt eben zu großen Problemen in der Frage der Versorgungssicherheit, weil wir eben hier dann die Diskussion der Importabhängigkeit haben. Ich will heute nicht viel über den Klimaschutz sprechen, können wir dann sicher auch machen, wenn wir möchten. Aber wir kennen ein Dilemma aus der Diskussion um den Klimaschutz, nämlich der Klimaschutz ist ein soziales Dilemma. Na, wenn jeder nur macht, was für ihn optimal am günstigsten ist, ne, dann kommen eine Situation, wo ein gesellschaftlich nicht erwünschter Zustand entsteht. Wir verbrennen zu viel fossile Energieträger, weil es große Externalitäten gibt in der Nutzung fossiler Energie, die Kosten des Klimaschutzes, die verteilen sich sozusagen, die Kosten des Klimawandels, die verteilen sich auf viele Köpfe heute und in der Zukunft. Ne, die Belastungen fallen bei uns an und deswegen gibt es hier einen großen Anreiz, als Freifahrer sich zu verhalten. Aber dieselbe Dilemma gibt es eben auch bei Import von fossilen Energieträgern. Ja, wenn jeder sozusagen nur auf sich schaut, dann kauft er das günstigste Gas ein, günstigste Öl, günstigste Kohle. Ja, aber in der Summe kann das dann zu einer Situation kommen, dass wir sehr, sehr stark abhängig sind als Gesellschaft von bestimmten Lieferanten. Und das sehen Sie jetzt hier nochmal aufgezeigt. Also wir haben eben große Importabhängigkeiten, weil wir keine fossilen Energieträger haben, außer der Braunkohle für Mineralöl, Erdgas und Steinkohle. Ne, Braunkohle hat Deutschland große Vorhaben, ist eine der größten, hat eine der größten Braunkohlereserven der Welt. Ja, aber eben in den Bereichen Öl, Gas, Kohle, ja, da sind wir auf Importe angewiesen und wir sehen, dass hier die Importanteile sehr unbalanciert sind. Also als eine der Antworten auf diese Fragen der Resilienz würde man eigentlich immer sagen, man braucht Diversifizierung. Ja, und Diversifizierung bedeutet dann, dass wir eben auch aus unterschiedlichen Quellen, ich habe das ja gerade gesagt, unterschiedliche Quellen nutzend, hier unsere Importe decken. Das hat nicht stattgefunden in der Vergangenheit. Jetzt könnte man da sich bei allen tiefer, denke ich, jetzt mit beschäftigen. Ich möchte aber Gas rausgreifen. Warum? Weil weil bei Öl und Kohle man eigentlich relativ globale Märkte hat, sodass der Ausfall von einzelnen Lieferanten, auch wenn die einen hohen Anteil haben, immer noch besser zu verkraften ist als beim Erdgas. Erdgas ist eben klassischerweise ein sehr lokaler Markt gewesen, der eben erstmal rein aus Pipelines sich entwickelt hat. Und erst in letzter Zeit durch die Möglichkeit, Flüssiggas zu vertretbaren Kosten zu transportieren, überhaupt überregional geworden ist. Ne? Aber er hat immer noch ein starkes lokales Muster. Und deswegen ist es eben besonders schwierig, wenn man hohe Abhängigkeiten im Bereich des Erdgases hat, weil es eben dann schwierig wird, entsprechend Abhilfe zu finden und umzusteuern.
Man hat das trotzdem gemacht. In den letzten Monaten hat man sich viel Mühe gegeben, hier die Gasimporte tatsächlich zu ersetzen. Russland liefert ja seit September kein Gas mehr nach Europa. Und man hat jetzt versucht, je nachdem, wie die Ausgangslage war, in den verschiedenen europäischen Ländern damit umzugehen. Also Sie sehen in rosa die Lieferung von Gas in die verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten und Großbritannien. Und Sie sehen, das hat sich im letzten Jahr eigentlich überall verringert. Aber wie gesagt, das ist vor dem Stopp der Lieferung gewesen. Jetzt kommt kein Gas mehr an. Und man hat dann, je nachdem, wo man lag, stärker auf Pipeline-Gas gesetzt, zum Beispiel aus Nordafrika oder aus Norwegen oder eben auf Flüssiggas, LNG, über die Flüssiggas-Terminals. Und je nachdem, wo man da saß, konnte man eben mehr oder weniger Flüssiggas nach Europa bringen. Man hat auch versucht, natürlich heimische Produktion zu nutzen, wenn das möglich war, aber auch das ist sehr eingeschränkt. Wenn man sich anschaut, was kann man also tun, wenn hier die Importe wegfallen, dann gibt es eigentlich grob vier Möglichkeiten. Also einmal, ich kann mehr Pipeline-Gas nutzen, also mehr Gas durch Pipelines schicken. Ich kann mehr LNG importieren. Ich könnte auch sozusagen die Speicher mehr entleeren als im Vorjahr. Und das sind sozusagen die Möglichkeiten. Wenn die nicht reichen, dann kommt weniger Angebot an die Nachfrager und entsprechend müssten die dann ihren Verbrauch runterfahren. Im März, als ich das abgeschätzt habe, habe ich gesagt, ich denke, wir müssen ungefähr um 30% unsere Nachfrage reduzieren. Dabei ist es eigentlich aus meiner Sicht so auch grob geblieben. Was haben wir geschafft in anderen Bereichen? Also hier, ich habe gesagt, die Gasversorgung hängt sehr stark an Pipelines. Sie sehen die Pipeline-Systeme hier. Jetzt sind die alle aus dem Osten weg und dann bleiben eigentlich nur noch die Pipelines aus Norwegen. Mittlerweile gibt es auch eine Pipeline von Norwegen nach Polen und die Pipelines aus dem Süden, also aus Nordafrika nach Italien und nach Spanien. Da hat man tatsächlich etwas mehr Pipeline-Gas bekommen. Die große Änderung waren aber die Nutzung der LNG-Terminals. Die sehen Sie hier in Form von Diamanten. Die LNG-Terminals, die also hier in vielen europäischen Ländern bestehen, die wurden klassischerweise nicht besonders stark genutzt, weil das LNG eigentlich teuer ist im Vergleich eben zum Beispiel zu dem Pipeline-Gas. Aber manche Länder haben sich eben sehr stark auf LNG schon früh fokussiert. Deutschland hat kein LNG-Terminal bisher gehabt, baut jetzt mehrere auf, um hier diesen Ausfall zu kompensieren. Und wie ich es vorhin gesagt habe, man hat wirklich es geschafft, recht viel LNG nach Europa zu führen, um das ausfallende russische Gas zu ersetzen. Ja, Frage natürlich, klappt das im nächsten Jahr wieder genauso? War ja auch eine sehr teure Strategie, die auch, ich sag mal, dazu geführt hat, dass man viel Geld ausgegeben hat, um Speicher zu füllen. Sehen hier, wir haben jetzt gerade fast 100% Speicher. Also hat hier eigentlich seit Frühjahr angefangen, mit viel Geld die Speicher zu füllen. Das waren die Zielsetzungen, die die Bundesregierung ausgegeben hat. Man sieht, Speicher sind eigentlich immer ganz gut gefüllt. Ja, es gab auch schon Zeiten, wo man tiefer lag am Anfang der oder am Ende der Heizperiode. Es gab nämlich auch schon Zeiten, wo man viel besser lag, ne? Also zum Beispiel letztes Jahr. Russland hat ja schon länger nicht geliefert im letzten Herbst. Deswegen ist man relativ tief hier rausgekommen. Deswegen ist auch diese zusätzliche Ausspeicherung eigentlich keine Option für Deutschland. Ja, aber man hat vielleicht ein bisschen aggressiv hier eingekauft. Sie haben das vielleicht mitbekommen, vorgestern waren die
Preise auf den Gasmärkten negativ, ne, weil keiner mehr weiß, wo er gerade hin soll mit dem ganzen Gas. Die Speicher sind voll. Die Nachfrage ist recht niedrig augenblicklich. Das wird weit eben überdeckt, auch mit dem Pipeline-Gas. Und deswegen waren hier negative TTF-Preise sogar zu beobachten. Das scheint nicht eine ganz optimale Einspeicherpolitik gewesen zu sein. Wie auch immer, Speicher helfen eben auch. Wir vermuten, dass wir im nächsten Jahr eigentlich durch das Jahr kommen und dann wahrscheinlich mit einem relativ kleinen Stand an Speicher wieder loslegen fürs neue Jahr, aber dass man wohl ohne größere Abschaltungen durchs Jahr kommen, wenn die neuen LNG-Terminals an Bord sind. Das ist eine der Geschichten. Die ist aber gar nicht so wichtig. Das Eigentliche ist, wenn die Nachfrage sinkt. Also Nachfrage ist eigentlich der große Hebel, den man machen muss. Und da gibt es eben hier verschiedene Möglichkeiten, Nachfrage zu reduzieren bei Haushalten, in der Stromversorgung und in der Industrie. Es gibt auch verschiedene Abschätzungen, die eben hier versuchen zu schauen, was sind die Einsparpotenziale. Ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen. Als wir damals dieses Papier geschrieben hatten, what if, was wäre, wenn der Gashahn zugedreht werden würde aus Deutschland oder aus Russland, da waren wir eigentlich optimistisch, dass es viele Möglichkeiten gibt, einzusparen. Manche eben sehr schmerzhaft, nicht nur durch Brennstoffsubstitution, sondern eben auch durch Veränderungen der Lieferketten. Ich glaube, das haben wir etwas gesehen. Beim nächsten Mal spreche ich ja über die Preise. Und Preise haben natürlich eine sehr disziplinierende Wirkung, weil die großen Verbraucher, Industrie und Kraftwerke natürlich hier diese hohen Preise schon antizipiert haben und entsprechend die Gasverbräuche auch schon bei der Industrie seit längerer Zeit eigentlich recht stark zurückgegangen sind. Bei den Haushalten, gut, das war der Sommer, da ist nicht viel passiert, ist erstmal auch nicht so viel zu sehen gewesen. Jetzt nimmt das etwas bessere Formen an, ist aber natürlich auch gerade eine ganz warme Periode. Das heißt, hier wird man erstmal schauen müssen, ob man tatsächlich diese Minderungen in der Nachfrage hinbekommt. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Nächstes Morgen werde ich ja auch über die Empfehlungen der Gaspreiskommission reden. Da wird es auch eine Rolle spielen, ob man wirklich dieses zentrale Instrument hohe Preise senken Nachfrage einmal implementiert und zum anderen, ob die Konsumenten das überhaupt verstehen, dass jede Kilowattstunde sich lohnt. Ja, ich will damit eigentlich auch zum Ende kommen. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Das können wir aber vielleicht auch dann in der Fragerunde nochmal machen zur langen Perspektive. Also man muss sagen, dass die Infrastruktur, so wie sie heute ist, auch tatsächlich nicht ausreicht, auch für das nächste Jahr die Gasnachfrage aus dem letzten Jahr zu decken. Das wäre nicht möglich. Aber wenn man die Gasnachfrage senkt, dann schon. Und die Infrastruktur wird ja auch ausgebaut. Also das bedeutet, in der längeren Frist werden sich diese Engpässe auflösen. Wie gesagt, bei der Betrachtung der Preise werde ich das sagen. Ich glaube, wir werden eine Kombination sehen aus stark ansteigendem Angebot und fallender Nachfrage, was bedeuten wird, dass die Gaspreise auch wieder massiv nach unten gehen in 3 oder 4 Jahren. Das ist auch ein Problem aus meiner Sicht für den Klimaschutz, weil eben dann nicht klar ist, ne, ob wirklich die Kosten für die Fossilen in der langen Frist auch hinreichend hoch sind, um diese Transformation anzustoßen. Das wird man aber sehen. Und natürlich wird da auch dann Alternativen zu Gas eine Rolle spielen, also zum Beispiel der grüne Wasserstoff. Da habe ich auch noch 2 Folien, die können Sie sich dann anschauen. Aber damit will ich es eigentlich jetzt erstmal bewenden lassen und in die erste Fragerunde gehen. Ja, vielen Dank, Herr Lösche. Wie wir, glaube ich, alle sehen, wir könnten stundenlang über dieses Thema reden, weil das so komplex ist.
Aber ich glaube, das hat schon einen sehr guten ersten Eindruck gegeben. An dieser Stelle jetzt nochmal die Aufforderung an unser Publikum, wenn Sie Rückfragen haben, wenn Sie andere Fragen an Herrn Löschel haben, bitte in das F&A-Tool schreiben. Mich würde erstmal interessieren, Herr Löschel, im Anschluss an Ihren Vortrag, wir haben jetzt ja auch in den Nachrichten gesehen, es gibt einen großen LNG-Schiffsstau vor Spanien. Wie Sie gesagt haben, es gibt gerade zu viel LNG und wir können das eigentlich gar nicht abnehmen. Wie sieht es denn eigentlich in Europa aus? Also haben wir ausreichend Importkapazitäten jetzt für die nächsten Jahre, dass wir die Gasversorgung absichern können? Und dann die zweite Frage, gibt es denn mittelfristig ausreichend LNG auf dem Weltmarkt oder wird es darüber dann auch eine gewisse Konkurrenz geben und vielleicht auch in manchen Ländern zu einem Mangel kommen? Ja, also wie gesagt, die Infrastruktur, um unseren bisherigen Gaskonsum aufrechtzuerhalten, haben wir nicht. Das heißt, wir haben Engpässe bei den Pipelines und bei den Terminals und wir müssen eigentlich vor dem Hintergrund in der kurzen Frist erstmal runter mit dem Verbräuchen, sonst geht das nicht auf. Das wird auch ein Thema sein für nächstes Jahr, wenn wir eben auch wieder aus so einer niedrigen Situation rauslaufen bei den Speichern und die auffüllen wollen. Da brauchen wir dann eben die neue Infrastruktur, aber wir brauchen eben auch geringere Nachfragen, sonst geht das nicht irgendwie. Ne? In der mittleren Frist ist es anders. Es gibt ja viele neue Projekte, die gerade angestoßen werden. Also aus meiner Sicht, wenn dann wirklich die Nachfrage auch langfristig niedriger ist, wir hoffen ja, dass viele der Dinge, die im Bereich der Energieeffizienz, beim erneuerbaren Ausbau und so weiter angestoßen werden, eine langfristige Wirkung auch haben auf die Gasverbräuche. Also wenn das weiter unten ist, dann wird die Infrastruktur sicher ausreichen, ja, und sie wird sogar übermäßig sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Infrastruktur dann wirklich auch nur zum Teil nutzen werden. So viel Gas brauchen wir gar nicht. Ja, aber wir brauchen es wahrscheinlich als Versicherung, um Energiesouveränität abzusichern in der Zukunft. Nicht, dass wir das eben nutzen und voll ausnutzen, sondern dass wir es in der Hinterhand haben, ne, wenn eben hier wieder Probleme auftreten. Mittlerweile muss man sagen, gilt das ja auch im Rahmen des europäischen Binnenmarkts leider. Es gibt ja große Diskussionen, wie weit der Binnenmarkt überhaupt da noch hält dann auch. Deswegen macht man das jetzt eben auch etwas nationaler. Das sollte man, wie gesagt, dann nicht machen in der Bewältigung dieser Krise. Aber wie gesagt, es ist eine Versicherung, ne, für zukünftige Schocks sozusagen, die uns dann weiterhilft. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, dass die Infrastruktur sogar als zu viel dann in Zukunft bewerten. Das ist, glaube ich, für viele auch ein neuer Aspekt in der Debatte. Ich würde mich jetzt mal zu meinem Kollegen Stefan drehen und fragen, ob wir Fragen aus dem Publikum haben und ob du uns ein paar davon in die Diskussion geben könntest. Ja, also es gibt, nachdem sich diese erste Verwirrung aufgelöst hat, jede Menge Fragen aus dem Publikum. Es gibt jetzt schon so viele, dass ich mit dem Lesen noch gar nicht ganz hinterhergekommen bin und stelle jetzt einfach mal die ersten zwei, drei Fragen, die alle mit den LNG-Terminals zu tun haben. Da gibt es einmal die Frage, sind die aktuell von der Bundesregierung geplanten LNG-Terminals umrüstbar auf Wasserstoff? Und dann die zweite Frage ist, Europa kauft aktuell massiv LNG auf dem Weltmarkt. Gerade die Tankerkapazitäten werden ja nicht im gleichen Maß steigen. In welchen Weltregionen wird hieraus voraussichtlich ein Mangel entstehen? Und eine dritte Frage, die auch mit LNG zu tun hat, woher kommt das LNG-Gas, das wir einkaufen? Ja. Aus welchen Weltregionen? Ja. Okay, also ich sage mal, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir das russische Gas ersetzen, waren wir eigentlich skeptisch, ne, ob man in der kurzen Frist viel LNG-Gas bekommen kann. Warum? Die meisten Anbieter haben langfristige Verträge mit spezifischen Zielländern. Das heißt, es ist ganz schwierig, freie Verträge zu sichern. Und das einzige Land, das im größeren Umfang nicht gebundene Verträge
Kriege ermöglicht, also so eine Art Swing Producer oder so, das ist die USA. Ja, das heißt, in der kurzen Frist war jetzt neben der Ausweitung der Lieferung aus Norwegen eigentlich die hauptsächliche Strategie, LNG aus den Vereinigten Staaten zu bekommen, weil da eben noch ungebundene freie Kapazitäten für Verträge sind. Kann man das weitermachen? Ja, also wie gesagt, auf dem Niveau, wo wir heute sind schon, aber das wird nicht ausreichen. Kann man es ausweiten? Das wird sehr schwierig, ne, weil natürlich es hier unterschiedliche Anreize gibt. Der LNG-Verkäufer mag natürlich langfristige Verträge abschließen über sein Gas, um hier Sicherheit zu haben. Die deutschen Unternehmen wollen das nicht, weil wir wollen ja 2045 klimaneutral sein. Wenn ich jetzt den klassischen Vertrag über 20 plus Jahre aufsetze, ja, dann bin ich in den 2040er Jahren, ja, bis dieser Vertrag ausläuft. Und da müssen wir eigentlich schon aus den Optionen weitestgehend draußen sein. Was bedeutet, da gibt es eben wirklich ein Problem der Fristigkeiten. Also ich glaube, die Terminals sind nicht so das Problem. Also die werden halt einfach nicht genutzt werden dann oder so. Das Problem ist, gelingt es, kurzfristigere Verträge abzuschließen in großen Mengen, um die Terminals so zu füllen, dass wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren, wo solche Knappheiten noch da sind, tatsächlich genug Gas bekommen, bevor dann all die anderen Optionen zutreffen, die uns helfen, weniger Gas nachzufragen. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ich meine, wir sprechen ja jetzt erstmal über Terminals, die recht ad hoc gemacht werden. Das sind schwimmende Flüssiggasterminals, also eigentlich Schiffe, ne, die anlegen. Also da passiert jetzt, ich sage mal, relativ wenig bei der Anlandung. Natürlich dann bei den Pipelines und den Lagern schon. Und das wird eigentlich auch immer so gedacht, dass es wasserstofffähig ist, sozusagen. Also in der Beziehung wird das mitgedacht. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal eine Kurzfristlösung. Da wird jetzt erstmal reine variable, flexible Anlandemöglichkeiten geschaffen für Schiffe, um solche kurzfristigen Optionen zu eröffnen. Aber recht umfangreich, also etwa in der Hälfte von Nord Stream 1. Also das ist schon viel eigentlich. Was ja vielleicht in dem Zusammenhang auch interessant ist, dass jetzt aktuell kurzfristig Deutschland auch tatsächlich so viel für LNG-Gas bezahlt hat, dass wir Langfristverträge von anderen Ländern durchkreuzt haben. Also dass dann quasi Lieferanten willens waren, ihre Langfristverträge mit anderen Ländern aufzukündigen, um eben dann nach Deutschland zu liefern, weil wir eben so viel für dieses Gas bezahlt haben, weil es ja eben darum ging, die Speicher zu befüllen. Vielleicht könnten Sie noch was zu den, wenn wir jetzt schon bei den LNG-Terminals sind, zu der Frage der Wasserstoff-Readiness sagen. Also inwiefern ist die Infrastruktur, die wir haben und die wir jetzt auch noch bauen für den Gasimport, umrüstbar dann später auf grünen Wasserstoff? Ja, also wie gesagt, die Infrastruktur, die wird in der Beziehung Wasserstoff-ready sein. Weil das betrifft ja jetzt neue Pipelines, die eben in der Anbindung gebaut werden und potenzielle Lager. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, ist jetzt aus meiner Sicht für die aktuellen Planungen nicht so relevant. Das ist erst, wenn man größere stationäre Terminals baut. Ne? Da wird das eigentlich spannend. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall augenblicklich. Und man muss auch natürlich dazu sagen, wir sehen eben auch, also ich habe ja gerade schon gesagt, die Strategie war jetzt vielleicht nicht ganz optimal, ne? Weil von den Dimensionen her wäre es eben besser gewesen, sich relativ früh auf die Nachfrage zu stürzen. Das Potenzial von von Nachfragesenkungen ist viel größer als die Frage, ob ich jetzt 90 oder 93 oder 95% eingespeichert habe. Ne? Wir haben eigentlich immer hohe Einspeicherstände. So, also weil es Sinn macht, einzuspeichern vor dem Winter, auch für die Verantwortlichen. Da hat man jetzt eben sehr viel Wert drauf gelegt, das ganz voll zu machen. Und das war sehr, sehr teuer. Hat auch viel Gas weggekauft sozusagen, ne, aus anderen Regionen. Okay, die können sich jetzt
dann kostenlos bedienen oder sogar zu negativen Preisen. Aber das hat natürlich zu einigen Verwerfungen global geführt, weil wir kaufen im Endeffekt natürlich vielen Ländern aus Asien gerade das Gas weg irgendwie. Ne? Die sind eben normalerweise da sehr stark auch bedient worden. Und man sieht auch, dass die Preise sich eine lange Zeit recht stark auseinanderentwickelt haben. Also die europäischen Preise viel höher waren als die Preise zum Beispiel in Japan. Das hat sich jetzt wieder, oder im asiatischen Raum, das hat sich jetzt wieder ein bisschen zusammengebracht irgendwo. Ne? Also in der Beziehung, wenn wir morgen vielleicht auch über Wettbewerbsfähigkeitsfragen sprechen. Also mit dem asiatischen Bereich ist es vielleicht kein Problem. Wir hängen gerade am gleichen Preis sozusagen. Aber mit den USA ist es ein großes Problem, weil das ist unser hauptsächlicher Lieferant mit sehr günstigen Gaserzeugungsoptionen und dann auch einem großen Auseinanderfallen der Gaspreise. Ja, Stefan, vielleicht könntest du uns noch mal zwei, drei Fragen aus dem Chat nennen, bevor wir dann zum zweiten Vortragsteil kommen. Wir sind ja leider zeitlich heute Abend eng gestrickt, aber wir haben noch für ein paar Fragen Zeit. Ja, es wird halt rege diskutiert über Alternativen beziehungsweise wie diese Versorgungskapazitäten oder Engpässe ausgeglichen werden könnten. Und dann gibt es die Frage, ob Deutschland selbst ins Fracking einsteigen sollte. Dann schreibt die Person, die hier fragt, wenn ich richtig informiert bin, dann können wir die ersten nennenswerten Fördervolumen in 18 bis 24 Monaten erwarten, wenn wir jetzt anfangen. Bis dahin wird sich sicherlich die Gasnachfrage verändert haben und wir haben besser ausgebaute Beschaffungsmöglichkeiten als heute. Das wäre eine Frage. Und dann noch eine zweite Frage. Beim grünen Wasserstoff stellt sich die Frage, woher dieser wann und mit welchen Wirkungsgraden herkommen soll und kann. Also was da so der Zeitrahmen wäre. Und dann, also die Frage wurde ja schon beantwortet, dass das mit den bestehenden Gasleitungen grundsätzlich machbar wäre, dass die auch Wasserstoff transportieren könnten. Ja, also wie gesagt, dieses Infrastrukturproblem dann mit den Leitungen halte ich für nicht so entscheidend. Ich glaube, das kann man relativ gut dann auch umsetzen. Was ein bisschen das größere Problem ist, ist die beim grünen Wasserstoff tatsächlich die Menge nach Europa zu bringen, weil die gibt es noch nicht augenblicklich global. Das heißt, die müssen erst noch entwickelt werden und da spielt auch jetzt Effizienz erstmal keine große Rolle, ne, sondern das ist im Endeffekt nur für die Bereiche überhaupt relevant, ne, wo eben keine sinnvolle Elektrifizierungsstrategie gefahren werden kann. Nur die werden bereit sein, überhaupt so hohe Preise zu zahlen für den Wasserstoff und der wird erzeugt werden in Regionen, wo eben große Verfügbarkeiten von Erneuerbaren da sind. Aber wie gesagt, das wird nicht sein, was in einem größeren nennenswerten Maßstab überhaupt in dem Jahrzehnt zur Verfügung stehen wird. Ne? Wir sehen das ja, es kommen jetzt die ersten Ladungen von grünem Ammoniak. Ne? Das wird ist die erste Tranche, die kommt. Die Syntheseprodukte sind einfacher zu liefern, weil da schon Infrastruktur aufgebaut ist. Ne? Es gibt ja eine Ammoniak-Wertschöpfungskette. Das heißt, da ist alles schon da, Schiffe, Verladestationen und so weiter. Das gibt es alles, aber Wasserstoff nicht. Und das muss alles neu entwickelt werden. Die erneuerbaren Ausbauten gibt es auch nicht. Also da muss wirklich ganz viel passieren, dass das eine Option ist, die man auch beschreiben kann für die Zukunft. So, jetzt habe ich noch eine spannende Frage verpasst, die war zum Thema Fracking und inwiefern. Ah ja, Fracking. Ja, genau. Also wir kommen jetzt gleich noch zu den Themen, die jetzt in der kurzen Frist, glaube ich, nicht helfen. Da komme ich nachher beim Strombereich noch dazu. Aber Fracking ist natürlich auch ein beliebtes Thema. Also Fracking, glaube ich, ich glaube, also auch da würde ich jetzt mich wundern, wenn das in den nächsten paar Jahren eine Option ist. Also ich habe mit mehreren Unternehmen gesprochen, kein Mensch möchte in Deutschland fracken, weil eben der öffentliche Widerstand da so stark ist. Das ist ein hoher reputationaler
Schaden für die Unternehmen potenziell, die da beteiligt sind. Es ist ja auch keine kleine Operation. Man muss sich ja vorstellen, dass Fracking eben bedeutet, man wird wahrscheinlich sowas wie 2000 Bohrlöcher in Deutschland irgendwie brauchen in der Breite. Die sind dann auch nur ein, zwei Jahre verfügbar, dann muss man wieder neu ansetzen und so. Also das ist eben mit großem Aufwand verbunden. Es ist eigentlich eine neue Industrie. Wir haben überhaupt keine Erfahrung damit, ehrlich gesagt. Man müsste eine neue Industrie aufbauen, die dann die komplette Infrastruktur da mitbringt oder mit aufbaut. Abgesehen davon, dass es ja auch gesetzlich alles erstmal weggeräumt werden müsste. Also da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine besonderen großen Optionen. Ich muss auch dazu sagen, auf Fracking natürlich, also ich habe jetzt da gar nichts, also prinzipiell dagegen oder so, ne? Aber das Problem wird auch sein, wenn die Gaspreise wieder runtergehen, wird es natürlich auch rasch wieder unattraktiv. Ne? Fracking ist schon auch teuer und jetzt muss man mal sehen, ob das dann tatsächlich sich auch bewahrheiten kann in der längeren Frist, ob die Preise so hoch bleiben. Mir scheint das eine Sache zu sein, die eher langfristig eine Option wäre. Und ich glaube, da wollte man ja eigentlich eher versuchen, aus dem Gaskonsum etwas stärker rauszugehen. Ne? Deswegen finde ich das nicht attraktiv. Genau, und vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu Ihrem zweiten Vortragsteil, denn bevor wir jetzt über so Optionen wie Atomkraft, Streckbetrieb und Fracking sprechen, die ja jetzt auch wirklich kurzfristig für die Versorgungssicherheit keinen Beitrag leisten, können wir ja vielleicht dann nochmal einen Blick auf den Strom und vor allen Dingen auch die erneuerbaren Energien werfen, wo wir ja tatsächlich noch ein bisschen Potenzial haben. Ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich, sowohl zu den Auswirkungen auf die Industrie, als auch für Einsparungen und wie die verwirklicht werden können. Aber wie gesagt, wir sind zeitlich begrenzt, deswegen würde ich Sie bitten, jetzt den zweiten Vortrag gerne zu starten und wenn es geht, sich kurz zu halten, weil wir dann auch gerne da noch ein bisschen Fragen zulassen möchten. Genau, also ich habe gesagt, ne, wir haben es gerade Energiesicherheit mit Rohstoffen gemacht im globalen Kontext. Jetzt wollte ich noch was sagen zur Versorgungssicherheit der Stromsysteme, also der Frage, haben wir jetzt ausreichend Strom und haben wir die entsprechende Infrastruktur, die den Strom von dem Angebot von den Anbietern zu den Nachfragern bringt. Auch da erstmal will ich anfangen mit einer kurzen Betrachtung, wie schaut eigentlich die Nettostromerzeugung nach Energieträgern aus in Deutschland. Also da sieht man, der Stromverbrauch selber ist recht gleich geblieben. Also die Primärenergieverbrauch ist ja gesunken, auch nicht viel, aber doch gesunken. Beim Strom ist der recht gleich geblieben. Da gab es jetzt aber einen recht großen Aufwuchs bei den Erneuerbaren. Im ersten Halbjahr ja über 50%. Das ist jetzt 2021, was eben kein so ein gutes Erneuerbarenjahr war. Ja, und hier also eine andere Situation als für das gesamte Energiesystem. Erneuerbaren mit einer großen Rolle, auch Gas 16% in der Stromerzeugung noch genutzt. Wir haben noch einen Teil Kernenergie, der ist jetzt dieses Jahr nochmal halbiert, ne, weil wir eben 6 Kraftwerke im letzten Jahr hatten, 3 jetzt noch, 4 Gigawatt. Und die eben Ende des Jahres zum Abschalten vorgesehen waren, jetzt noch ein bisschen weiterlaufen werden bis Frühjahr nächsten Jahres. Daneben aber Kohle, Steinkohle, Braunkohle, die sind stark zurückgegangen in der Erzeugung. Das Gas ist ungefähr gleich geblieben, Erneuerbare sind stark ausgebaut. So ein bisschen die Sicht auf die Stromerzeugung. Jetzt wenn wir uns fragen, wie schaut es denn mit der Versorgungssicherheit bei Strom aus, dann macht man häufig es so, dass man sich erstmal die sogenannte Leistungsbilanz anschaut. Also wir haben ja beim Strom die Perspektive, dass die Einspeisungen von Strom zu jedem Zeitpunkt den Ausspeisungen entsprechen müssen. Ja, das bedeutet, ich muss mir anschauen, ne, also gibt es da genug Kraftwerksleistung, genug Kraftwerke, die eben hier Strom produzieren können und können die das auch gesichert tun? Ja, also im Sinne der gesicherten Leistung kann ich auf diese Kraftwerke zurückgreifen.
Ja, also kann sie jederzeit abgerufen werden, ohne Schwankungen, für beliebig lange Zeit. Ja, unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten muss eben dann diese Kraftwerksleistung zur Verfügung stehen. Und die muss eben ausreichen, um die Höchstlast bei normalen oder außergewöhnlichen Anforderungen zu decken. Ja, die Differenz zwischen eben jetzt dieser gesicherten Leistung und der Höchstlast mit außergewöhnlichen Anforderungen, das ist sozusagen jetzt die freie Leistung, die freie Reserve. Und solange die positiv ist, ja, solange sind wir beruhigt, was die Versorgungssicherheit angeht, weil eben man dann genug hat, benötigte Leistung hat zur Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts zwischen Stromerzeugung und Strombedarf. Ja, jetzt habe ich gesagt, das ist die Leistungsbilanz, so wie sie zum Beispiel von Übertragungsnetzbetreibern erstellt wird, um zu schauen, wie stabil ist das Stromsystem. Den Bericht zur Leistungsbilanz habe ich auf der rechten Seite Ihnen mal gezeigt, mit dem Beispiel mit Kohleausstieg. Wenn Sie gute Augen haben, dann sehen Sie hier nochmal die einsetzbaren Leistungen, dann die gesicherten Leistungen drunter, dann die Nachfrage. Da schaut man dann sich das an zu ganz kritischen Zeiten, also zu bestimmten Stunden, wo eben besonders hohe Nachfrage auf besonders geringe Erzeugung kommt. Und schaut sich dann natürlich auch noch an, wie schaut es eigentlich im europäischen Verbund aus. Ja, ich muss ja nicht alles decken sozusagen aus meiner eigenen gesicherten Leistung, ja, sondern ich kann eben schauen, wenn ich so ein Jahreshöchstlast habe, irgendwann im Februar oder so, ne, gibt es da eben auch Möglichkeiten, dann aus dem Ausland zum Beispiel entsprechende Leistung zu beziehen. Ja, also hier entweder schon kontrahiert oder frei dazu zu nehmen. Also das bedeutet, wir schauen uns sozusagen, wenn wir jetzt die Versorgungssicherheit hier anschauen, schauen wir uns erstmal an, was gibt es denn an Stromerzeugung, und wie gesagt, nachher komme ich noch dazu, wie das eigentlich ausschaut bei mehr Erneuerbaren, aber wir sind jetzt ja eben in einem System, was sehr stark noch davon abhängt, dass es eben auch auf entsprechend regelbaren fossilen Kraftwerken basiert. Das Pendant zu dem, was wir vorhin gesagt haben, sind hier die Kraftwerke, die betrieben werden mit grünem Wasserstoff. Ja, aber es gibt eben auch noch andere Flexibilitätsoptionen, die uns dann helfen werden, die Erneuerbaren auszuregeln. Komme ich aber gleich dazu. Also wie gesagt, Stromerzeugung kann man sich dann anschauen, was sind eigentlich die Erzeugungsleistungen, wo sind die auch verteilt? Das ist auch eine wichtige Geschichte, weil wir sehen, die Erneuerbaren, also Wind insbesondere, ist halt stark im Norden konzentriert. Die Nachfragen sind stark im Süden, was bedeutet, wir haben auch automatisch jetzt nicht nur nachher ein zeitliches Problem, also fluktuierende Einspeisung muss eben abgeglichen werden mit der Nachfrage, sondern wir haben auch ein räumliches Problem, also Einspeisung im Norden muss unter Umständen abgeglichen werden mit Nachfrage im Süden. Also räumlich und zeitlich fallen die Dinge immer weiter auseinander. Und das ist natürlich nicht nur in Deutschland der Fall, sondern im europäischen Kontext. Also wir haben eben auch augenblicklich ein starkes Problem auf dem Strommarkt, weil wir Ausfälle haben von französischer Kernkraft, weil wir Ausfälle haben von Wasserkraft im milden Sommer. Und das wurde ja dann wieder ausgeglichen, teilweise eben durch Sonne und Wind, aber auch durch mehr Kohleverstromung in den letzten Monaten und auch durch mehr Einsatz von Gas, was natürlich besonders schmerzhaft ist in der augenblicklichen Situation. Wir haben eine Diskussion über den Ausstieg aus der Kernenergie. Das will ich mal eigentlich ein bisschen aufheben fürs nächste Mal. Aber klar ist, die Kernenergie, das sind hier diese 4 GW, die auf dem Markt zur Verfügung stehen. Wenn die wegfallen, ja, dann muss eben Nachfrage hier von anderen Kraftwerken bedient werden, also wahrscheinlich von Gaskraftwerken, wenn es teuer ist. Und dann bedeutet es eben, ich habe einen höheren Gasverbrauch und ich habe höhere Preise.
Ja, weil die Nachfrage eben entsprechend dann bedient werden muss aus diesen Kraftwerken hier heraus. Und das ist natürlich eine wichtige Diskussion gewesen, die geführt wurde, aber ich aus meiner Sicht etwas zu laut, denn wir haben ja nicht nur die Kernkraftwerke, sondern wir haben auch natürlich viele Kohlekraftwerke in der Reserve. Sie kennen die Planungen zum Kohleausstieg, die werden jetzt angepasst. Hier sind viele Kraftwerke auch schon rausgegangen, die sollen jetzt noch etwas länger da bleiben und sollen dafür dann später schneller aus der Kohle herausgegangen werden. Also so die revidierten Kohleausstiegspläne. Also man hat eben viele Kraftwerke, der Stresstest der Übernahrungsnetzbetreiber hat es auch nochmal gezeigt, Steinkohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke, die in der Sicherheitsbereitschaft oder in Reserven stecken, ja, und die dann wieder an den Markt kommen können, um uns zu helfen, diese augenblicklichen Engpässe zu überstehen und natürlich auch immer helfen können, die Gaskraftwerke sozusagen aus dem Markt zu schieben, dass die eben nicht mehr gebraucht werden. Das spart Gas und senkt dann auch die Preise. Ja, aber was ist eigentlich die Anforderung? Ich habe gesagt, diese Leistungsbilanz, die schaut ja sozusagen jetzt da nur grob drauf. Im Endeffekt habe ich gesagt, ist es augenblicklich noch so, dass ich Energie, elektrische Energie eben nur in bestimmten Grenzen speichern lässt. Das wird irgendwann mal anders sein und das muss auch anders sein. Aber solange das noch nicht so ist, braucht man eben diese Pufferung zwischen den Erneuerbaren und den Nachfragen. Sie sind im Strommarkt, jetzt als Snapshot von Deutschland hier, in Gelb die PV-Erzeugung, in Blau die Onshore-Winderzeugung, in Dunkelblau die Offshore-Winderzeugung. Das ist der letzte Monat, also 26. September bis 26. Oktober 2022. Und Sie sehen in Rot die Nachfragen. Ja, Sie sehen, die fluktuieren so mit Tagesmuster. Und auch wochenweise, also unter der Woche, höhere Nachfragen als am Wochenende. Und Sie sehen, dass es dann immer noch so ein Delta gibt zwischen den Erneuerbaren und der Nachfrage. Und dass es eben dann die konventionellen Kraftwerke sind, die werden dann angeworfen oder abgeschalten. Und Sie sehen, in vielen Stunden ist die Erzeugung höher als die Nachfrage. Das sind dann also Zeiten, wo wir Strom exportieren. Ja, aber es gibt auch Zeiten hier, ne, zum Beispiel, da ist die Nachfrage größer als das Angebot, importieren wir Strom. Also die Frage ist dann natürlich, was machen wir eigentlich hier mit dem grauen Bereich, also hier mit der Residuallast, also wenn wir eben die Erneuerbaren nehmen, was bleibt noch über, was zu decken ist? Und das ist eine Frage, die sich dann eben um die Integration fluktuierender Erneuerbaren kümmert, wo es eben jetzt verschiedene Probleme gibt, die zu überwinden sind. Also zum Beispiel die Frage, gibt es kurzfristige Abweichungen zwischen eben der Voraussagen von Angebot und Nachfrage, ne, wo ich dann balancieren muss? Gibt es Probleme über die Verfügbarkeit der Erneuerbaren wegen fehlenden Netzausbau, also netzbezogene zusätzliche Probleme bei der Integration, was jetzt hier unter Grid Costs steht? Ja, oder hat man hier eben, die muss man hier eben schauen, dass wir solche Überproduktionen zum Beispiel in den Griff bekommen oder vielleicht auch Backups schaffen, um das System stabil zu halten, also im Sinne dieser Profiling-Costs. Also all das spielt eine Rolle und ich werde es kurz jetzt mal darstellen, wie sich das ausspielt. Das eine habe ich gesagt, man braucht einen massiven Ausbau der Netze, weil eben die Erneuerbaren sehr stark hier ausgebaut worden sind und werden. Also wir haben ja die Offshore-Pläne, die Onshore-Pläne. PV ist relativ einheitlich über Deutschland verteilt, ja, aber man hat hier große Nachfragen im Süden. Also man braucht im Endeffekt mehr Netze, um von Nord nach Süd zu kommen. Wenn man sich das anschaut, dann betrifft das eben sowohl die Übertragungsnetze als auch die Verteilnetze mit entsprechenden Investitionen in die Netzinfrastruktur, um eben Angebot und Nachfrage räumlich,
ja, aber auch zu jedem Zeit zusammenzubringen. Ne? Weil die Verteilnetze gilt das eben dann parallel. Und man hat eben dann die Aufgabe, diese Systemstabilität sicherzustellen. Also erstmal auf der Ebene der Bilanzkreise, ja, zu schauen, wie kommt Angebot und Nachfrage hier in jedem Moment zusammen. Das ist die Aufgabe der Bilanzkreisverantwortlichen, ne, die eben sicherstellen müssen, dass all ihre Nachfragen, die sie sehen, durch entsprechendes Angebot hinterlegt sind. Und dann eben eine Stufe drüber, der Übertragungsnetzbetreiber, die das System stabil halten müssen, wenn es eben hier zu Abweichungen kommt. Und man hat eben verschiedene Instrumente, um dieses System stabil zu halten. Also einmal eben über entsprechende Regelreservearten. Also das sehen wir hier unten. Das heißt, wenn ich hier entsprechende Abweichungen habe über Primär-, Sekundär- und Minutenreserve, einzuspringen, um das System sicher zu halten, aber dann auch über andere Maßnahmen, die eben hier helfen, diese Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Also hier sieht man nochmal die verschiedenen Maßnahmen, die Übertragungsnetzbetreiber auch diskutieren, also im Sinne zum Beispiel von Redispatch-Maßnahmen, also das bedeutet, ich habe einen Netzengpass, ich habe jetzt gehandelt auf dem Markt, ja, wie gesagt, mein Matching hat hier stattgefunden, aber ich habe festgestellt, dass es einen physischen Engpass gibt und ich kann den Strom gar nicht transportieren, weil ich hier so eine Engpasssituation in den Nord-Süd-Transport habe zum Beispiel. Ja, dann muss der Übertragungsnetzbetreiber eingreifen und der muss dann eben Kraftwerke, die vor dem Engpass sind, runterregeln, weil die können gar nicht mehr in den Engpass reingehen, und hinter dem Engpass hochregeln, weil dort gibt es eine hohe Nachfrage, ja, und die muss ich wieder zusammenbringen. Ja, also eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich kann auch diese Kraftwerke in den Reserven, ich habe es bei Kohle vorhin gesagt, wieder rausholen, ja, um solche Engpässe aufzufangen, also Vorhaltung und Einsatz von Netzreservekapazitäten, Kraftwerkskapazitäten, oder ich kann eben hier Einspeisemanagement machen. Also die Frage eben zu schauen, wie möchte ich eigentlich die verschiedenen Technologien einspeisen lassen und regle ich zum Beispiel erneuerbare Energien ab. Ja, all das sind Maßnahmen, um das System stabil zu halten. Ich habe gesagt, in der Zukunft wird es eben dann bedeuten, dass man, weil man die Fluktuation hat, eben prüfen wird, was kann ich stärker flexibilisieren. Ich habe eine Flexibilisierung vorgestellt, das sind die Netze, also Netzausbau flexibilisiert eben über die Räume. Das heißt, es findet sich dann im europäischen Kontext ein Ort, an dem Strom mit Erneuerbaren erzeugt wird, auch wenn bei uns vielleicht gerade eine Flaute ist. Der Strom kann dann eben über die Netze auch zu uns kommen. Eine andere Flexibilisierung ist, dass die Nachfrage stärker flexibilisiert wird. Das heißt, ich schaue, dass ich Nachfrage dem Angebot folgen lasse. Nicht wie bisher Angebot der Nachfrage, die Kraftwerke einfach so hoch und runter fahren, dass sie diese Nachfragemuster, die ich gezeigt habe, nachfahren, sondern ich mache es andersrum. Ich schaue, dass die Nachfrage stärker dem Angebot folgt. Und das Angebot, das hängt eben ab von Sonne und Wind. Ja, oder ich versuche eben diese zeitliche Entkopplung hinzubekommen über Speicher kürzer Frist, also hier das wäre ein Stromspeicher, oder eben über längere Frist, das wäre eben die Nutzung von Wasserstoff. Und ich habe gesagt, da könnten dann eben solche Kraftwerke, also Gaskraftwerke oder Gasturbinen, die mit Wasserstoff laufen, eben auch eine Möglichkeit sein, solche Fluktuationen, Dunkelflauten, wo also über längere Zeit kein Strom und kein Wind läuft, aufzufangen. Man muss sagen, die Versorgungssicherheit im Stromsystem ist sehr hoch. Also wir haben eigentlich Versorgungsunterbrechungen etwa von 10 Minuten.
Das ist auch in der Vergangenheit eigentlich immer besser geworden. Wir hatten eigentlich haben eigentlich keine Stromengpässe oder so, ne? Sondern wir haben eigentlich viel Strom im System immer gehabt. Deswegen wenig Versorgungsunterbrechungen. In der Zukunft macht man sich etwas Sorge, ne? Weil mit der Abschaltung der regelbaren Energieerzeugungstechnologien da natürlich Unwuchten ins System kommen könnten, insbesondere wenn eben der Ausbau der Netze nicht gleich schnell auch stattfindet und man auch, ich sag mal, in den anderen Optionen, also Speicher zum Beispiel oder bei der Nachfrage keine Fortschritte macht, wie es augenblicklich ausschaut. Ne? Dann wird natürlich diese Frage von Systemstabilität und Systemdienstleistungen nochmal anders gestellt, insbesondere dann, wenn der große Ausbau der Erneuerbaren, der eben auch notwendig ist, in der Form gar nicht stattfinden kann oder gar nicht stattfindet, wie wir den augenblicklich gerne haben möchten. Ja. Okay, so viel vielleicht zum zweiten Teil. Und dann können wir wieder. Ja, vielen Dank, Herr Löschel. Und auch hier wieder ist die Zeit eigentlich zu knapp, um auf alle interessanten und auch ja gerade wichtigen Aspekte einzugehen. Ich würde angesichts der fortgeschrittenen Zeit direkt an Stefan übergeben und ihn bitten, dass du uns zwei, drei Fragen aus dem Chat vorliest. Dann könnten Sie, Herr Löschel, die leider auch eher kurz beantworten, weil wir ja dann gegen 19:30 Uhr zum Ende leider schon kommen müssen. Also es ging vielen Zuschauenden um die Frage der erneuerbaren Energien und der damit zusammenhängenden Schwankungen. Ich lese mal eine Frage als Beispiel vor. Wie können die Schwankungen in der Erzeugung von Strom bei Erneuerbaren ausgeglichen werden? Ist das kostengünstig realistisch oder brauchen wir erst noch Innovationen, die es noch gar nicht gibt? Und dann geht es hier weiter zum Thema Versorgungssicherheit bei Strom. Wenn ein mittel- bis langfristige Versorgung mit 100% erneuerbarem Strom das Ziel ist, welche Speichertechnologien werden mittel- und langfristig gebraucht, um die Grundlastversorgung sicherzustellen? Und wie lange wird das dauern, um diese Kapazitäten aufzubauen? Das wären jetzt zwei Fragen, wo es um die Möglichkeit, die Perspektive geht, der Versorgung mit 100% erneuerbarem Strom, ja, und Speicher. Ja. Genau, 100% Erneuerbare, das kommt ja bald. Ne? 2035 wollen wir das ja geschafft haben. Müssen wir mal schauen, wie schnell das geht. Aber ich habe ja gesagt, es geht jetzt darum, um diese graue Fläche, die ich Ihnen gezeigt habe. Ne? Und die müssen wir irgendwie klein machen. Und wie kann ich die klein machen? Ne? Die kann ich zum Beispiel klein machen, indem ich die Nachfrage verändere. Ne? Wenn ich es schaffe, dass die Nachfrage sich stärker an das Angebot anpasst, ja, dann habe ich eine Möglichkeit, dass die graue Fläche kleiner wird. Wenn ich zum Beispiel die Erneuerbaren nicht nur aus Deutschland nehme, sondern die Erneuerbare im europäischen Verbund, dann wird die graue Fläche kleiner sozusagen, ne, weil ich mehr importieren werde dann und auch immer einen Ersatz habe sozusagen. Wenn ich es schaffe, die Erneuerbaren zu schieben über den Tag, ja, wir haben ja wir haben ja sozusagen eine Überinvestition in erneuerbaren Kapazitäten. Also das heißt, wenn alle laufen, da habe ich viel, viel zu viel Strom. Also wenn die Sonne scheint, bei 200 Gigawatt, wir haben eine maximale Nachfrage von 80 Gigawatt. Ja, wenn wir 200 Gigawatt Strom aus PV installiert haben und die Sonne scheint, ja, dann haben wir viel, viel zu viel Strom. Ja, und das bedeutet, den müssen wir dann in Speicher bringen, um in Zeiten zu schieben, wo es eben dann ein kleineres Angebot gibt von Erneuerbaren. Und das ist eben diese Frage von Batterien in der kurzen Frist. Ja, und dann eben von Wasserstoff in der langen Frist, denn da bleibt ja immer noch ein Delta dann über sozusagen, auch wenn ich das glätte, weil die Batterien sind sehr teuer. Und dann für dieses Delta, da nutzen wir eben sozusagen jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre dann die bestehenden Gaskraftwerke und die Kohlekraftwerke, die noch da sind. Ja, und danach müssten das eben tatsächlich wasserstoffbetriebene Kraftwerke sein mit einer Gasturbine. Und das, wie gesagt, wäre dann der letzte Rest sozusagen. Aber die anderen Dinge, die wären eben alle wichtig.
zu machen, weil natürlich der Wasserstoff auch sehr teuer sein wird. Und in der Beziehung wird es auch sehr teuer sein, den zu nutzen. Und wir müssen dann eben schauen, dass dieser viele Strom, der dann da erzeugt wird durch die Überinvestition in die Erneuerbaren, dass der auch eine sinnvolle Verwendung findet in den verschiedenen Speichertechnologien. Ja, und da, glaube ich, sind wir eben alles noch ganz am Anfang. Aber das anders geht es nicht. Ne? Und die Kostenseite, was kostet das? Ja, das wird schon teuer werden. Aber ich habe ja so eine Grafik gerade gehabt, ne, wo praktisch dann nochmal dieses System Systemkosten obendrauf legt, diese Systemkosten, wie ich es gerade beschrieben habe, in den verschiedenen Komponenten, Abschätzungen sagen, da kommen nochmal ungefähr 15%, vielleicht auch 20% obendrauf. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt sozusagen das System sich, dass es so ganz teuer wird, ne, sondern das ist ein System, was dann gegeben natürlich auch entsprechenden Kostenreduktionen, die in verschiedenen Stellen noch da sind, vielleicht nicht teurer werden muss als das fossile System, was wir heute haben. Aber wo eben dann nicht nur die Technikkosten da sind für die Anlagen, sondern eben die systemischen Kosten, ja, in den verschiedenen Komponenten, die ich gerade beschrieben habe. Und vielleicht bevor wir gleich zum Ende kommen, noch eine Nachfrage, die auch viele Zuschauer interessiert hat. Könnten Sie noch ein paar Worte zum Netzausbau sagen? Weil das ist ja auch der Knackpunkt, um in Zukunft die vielen erneuerbaren Energien aus dem Norden zu den Verbrauchszentren im Süden zu transportieren. Wie schätzen Sie den ein? Geht es da zu langsam voran? Was muss noch passieren, damit wir 2035 dann auch wirklich 100% erneuerbare Energien umsetzen können? Ja, also ich glaube, wir machen ja seit 10 Jahren Monitoring und seit 10 Jahren sagen wir, der Netzausbau geht zu langsam voran. Es gibt auch große Widerstände tatsächlich gegen den Ausbau der Übertragungsnetze. Und das habe ich nie verstanden. Ich fand das kontraproduktiv, weil man sich natürlich streiten kann, wie viel Netz brauche ich denn eigentlich? Ja, aber dass ich mehr Netz brauche, als wir heute haben, das war für mich eigentlich immer außer Frage gestanden, ne? Weil wir ja mit dieser Elektrifizierung tatsächlich massiv auch Strom ausbauen. Wie kann man den Netzausbau klein halten? Naja, also zum Beispiel, indem man eben schaut, dass man räumlich Angebot und Nachfrage besser zusammenkriegt. Ich habe gesagt, Netze kommen aus der heutigen Logik heraus. Man kann natürlich auch das versuchen, anders zu lösen. Also zum Beispiel, indem man räumlich auf lokaler Ebene Angebot und Nachfrage besser incentiviert. Das würde aber dann bedeuten, man muss eigentlich diese Netzengpässe auch in Preise übersetzen. Das gibt es heute nicht. Also Netze haben keinen lokalen Preis oder keinen temporären Preis, aber es ist klar, in manchen Stunden und in manchen Regionen ist eben sehr, sehr viel Strom dann aus Erneuerbaren da, der eigentlich sehr günstig auch abgegeben werden sollte. Und dann hat es natürlich einen Anreiz, einmal natürlich auf der Angebotsseite dorthin zu gehen und den Strom auch entsprechend abzunehmen in diesen Stunden und sich eben zu überlegen, welche Anwendungen kann ich denn machen, um dann solchen günstigen Strom auch abzunehmen, ja, oder eben auch für Erneuerbare dorthin zu gehen, wo ich höhere Preise erzielen kann. Ja, heute ist es recht gleichförmig über Deutschland verteilt. Das heißt, um Druck vom Netzausbau zu nehmen, müsste man dann sozusagen stärker regional bepreisen. Also man kann das machen zum Beispiel über unterschiedliche Preiszonen, dass man sagt, okay, im Norden ist halt der Strom dann in vielen Stunden günstiger als im Süden zum Beispiel, weil wir eben da ganz viele Erneuerbare haben. Ja, und dann gibt es auch einen Anreiz, dorthin zu gehen als Verbraucher und in Stunden zu gehen, wo es günstig ist. Heute gibt es das praktisch nicht, variable Preise. Und dann klappt natürlich auch diese erneuerbaren Integration nicht, ne, weil eben keine Anreize dafür da sind, das überhaupt zu machen. Also das wird man auch tun müssen. Das sind alles Fragen des Marktdesigns dann. Und die müssen auch, glaube ich, ganz rasch beantwortet werden, weil wir ja jetzt schon 50% Erneuerbare haben. Und wir sehen ja, dass es immer mehr Themen gibt, auch zu Fragen von Redispatch, von Abregelungen, die eben eine größere Bedeutung spielen und die eben zeigen, diese Idee,
die Netze auszubauen allein, das reicht nicht, das sind wir viel zu langsam, das wird so nicht kommen. Ja, und das ist ja dann auch eine gute Überleitung vielleicht zu dem morgigen Thema Energiepreise. Und ich weiß, die sind ja auch jetzt im Bundeswirtschaftsministerium eben mit dieser Frage der zukünftigen, des zukünftigen Strommarktdesigns da beschäftigt. Genau, deswegen würde ich an dieser Stelle dann einen kleinen Cut machen. Es sind noch sehr viele Fragen im Chat. Also wir könnten uns, glaube ich, noch sehr viel länger über dieses Thema unterhalten. Ich nehme auf jeden Fall als interessante Punkte mit aus Ihren Vorträgen, dass wir vielleicht sogar in den kommenden Jahren zu viel Infrastruktur haben werden, was den Gasimport und die Gasversorgung angeht. Und dass vor allen Dingen die Reduzierung unseres Energieverbrauchs der größte Hebel ist, um eben die Energiesicherheit zu gewährleisten. Und was bei der Versorgungssicherheit im Strombereich angeht, da brauchen wir nicht nur einen sehr starken Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern eben auch einen Ausbau der Stromnetze. Und wir brauchen Flexibilitäten. Da haben Sie ja auch verschiedene Beispiele genannt von flexiblen Reservekraftwerken, aber eben auch zum Beispiel flexiblem Verbrauch. Ja, vielen Dank, Herr Lösche, für die Vorträge und auch für Ihre Antworten. Ich hoffe, dass Sie und Ihr heute Abend Neues lernen konntet und dass wir zumindest einen Teil eurer vielen Fragen beantworten konnten. Der Hinweis nochmal für morgen Abend, da findet der zweite Teil des Grundkurses zum Thema Energiepreise statt. Bitte, falls noch nicht geschehen, dafür gesondert auf unserer Webseite anmelden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, viele von Ihnen und euch morgen dann wiederzusehen. Bevor wir jetzt die Veranstaltung schließen, habe ich noch zwei kleine letzte Fragen für unsere Auswertung. Deswegen blenden wir Ihnen jetzt gerade nochmal eine Fragenbatterie ein mit der Frage, wie fanden Sie die Länge der heutigen Einheit? Wie gesagt, wir hatten ja nicht genug Zeit für alle Fragen und werden Sie auch am zweiten Grundkurs morgen Abend teilnehmen? Da würde ich Sie noch um eine kurze Antwort bitten. Und wir haben die Ergebnisse jetzt bekommen. Vielen Dank, dass Sie sich auch dafür noch Zeit genommen haben. Ich freue mich auf morgen Abend, freue mich auf Ihren nächsten Vortrag, Herr Lösche. Vielen Dank und allen noch einen schönen Abend. Super, Dankeschön. Ne? Danke auch für die Fragen. Bis morgen.